Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Sorge um die 10-jährige Emma. Brigida Braun vermittelt im Ehestreit. Ich weiß ganz genau, was gut ist für meine Tochter. Und sie kriegt die Medikamente. Martin, es gibt noch Alternativen, die wir einfach durchspielen müssen. Ja, das Medikament muss ganz am Ende stehen. In Berlin-Schönefeld sind Rieke und Martin Kurz auf dem Weg in die Grundschule ihrer 10-jährigen Tochter Emma. Klassenlehrerin Sabine Lohse hat die Eheleute bereits zum dritten Mal in diesem Monat zu sich bestellt, um mit ihnen über die zunehmenden Verhaltensauffälligkeiten der Viertklässlerin zu sprechen. Ja, tut mir sehr leid, dass wir zum wiederholten Male hier zusammensitzen müssen. Aber Emmas Verhalten bessert sich einfach überhaupt gar nicht. Sie leidet nach wie vor unter einem erhöhten Aufmerksamkeitsdefizit. Die beste Lösung ist wahrscheinlich, sie auf eine Sonderschule zu versetzen. Moment, Sonderschule? Unser Kind, was soll das auf der Sonderschule? Da muss es doch noch andere Möglichkeiten geben. Auch darüber haben wir schon x-mal gesprochen. Ja, Frau Kurz, ich weiß, Sie sind absolut gegen eine medikamentöse Behandlung. Ich habe Ihnen schon mehrfach gesagt, meine Tochter Emma, die bekommt keine Medikamente. Und dabei bleibe ich. Wenn sich Emmas Verhalten nicht bessert, dann sehen wir leider keine andere Wahl, als das Sonderschulverfahren einzuleiten. Gut, so leid es mir tut. Wissen Sie was? Ich nehme jetzt meine Tochter einfach mit. Aber ich sage Ihnen eins, dieses letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Meine Tochter bleibt auf dieser Schule und dafür werde ich sorgen. Auf Wiedersehen. Ihre Entscheidung, Frau Kurz. Martin, komm bitte. Schönen Tag noch. Tschüss. Reicht mir das hier. Emma! Emma, Schatz, komm! Wir müssen los! Ich hole sie schnell. Ja, mach das. Emma, Schatz! Schatz, wir müssen jetzt los, komm! Nimm deinen Rucksack. Komm. Aber Mama, ich will noch spielen. Nein, nimm jetzt deinen Rucksack, Schatz, wir müssen wirklich los. Mama, ich Komm. Will noch spielen. Wir müssen los, mein Schatz. Ich will jetzt aber noch spielen und außerdem Nein. haben wir noch Geschichte und Sport. Schatz, der Unterricht fällt heute aus. Ich erkläre dir alles zu Hause. Wir müssen los. Komm, Schatz. Ich will jetzt aber noch spielen. Emma, du bitte. Du, ich muss noch zur Arbeit. Ich hab's eilig und keine Zeit für so ein Spielchen hier. Komm, mein Schatz. Geh jetzt bitte zum Auto und bring deine Tasche weg. Emma, so anzumeckern bringt jetzt auch nichts. Sie kann da überhaupt nichts dafür. Ja. Mann, tut mir leid, aber der Gedanke, dass unsere Tochter auf der Sonderschule soll, der macht mich völlig kirr im Kopf. Aber dich anscheinend lässt dich völlig in Ruhe. Mir ist es doch auch nicht egal. Ich will doch auch nicht, dass unsere Tochter... Wo rennt sie denn jetzt schon wieder hin? Wo uns, dass unsere Tochter auf eine Sonderschule soll? Du, wenn dir das so egal ist, wenn dir das nicht so egal ist, dann verstehe ich nicht, warum du dich so vehement gegen diese Tabletten sträubst. Ich meine, der Arzt und die Lehrer haben gesagt, Nein. dass sie die brauchen. Die werden ja wohl wissen, wovon sie reden. Martin, diese Medikamente stellen ein Kind über einfach nur ruhig. Davon geht doch ADHS nicht weg. Und ich habe mich erkundigt. Die haben super viele Nebenwirkungen. Und du weißt doch hier, diese Leni von den Breuers nebenan, seit sie diese Tabletten nimmt, hat sie Diabetes. Ja, du, aber Leni ist eine von ja. vielen und nicht alle Kinder. Mann, sie braucht die Medikamente. Sie hat eine Chance auf ein besseres Leben verdient. Und ohne diese Tabletten geht es nicht. Martin, es wird besser. Emma wird es schaffen. Sie steht auf sämtlichen Wartelisten für einen Ergotherapieplatz. Sie bekommt keine Medikamente. Pass auf, mittlerweile ist mir das echt völlig egal, was du denkst und was du willst. Nein. Wenn ich nachher von Arbeit komme, wird sie die Tabletten bekommen. Ich gehe das Risiko nicht ein und gebe Emma nicht diese Medikamente. Du, ich weiß ganz genau, was gut ist für meine Tochter. Und sie kriegt die Medikamente. Martin, du gibst diese Medikamente meiner Tochter nicht. Sie kriegt die. Emma, Schatz, komm jetzt bitte. Martin meint es einfach total ernst. Aber ich kann es doch nicht zulassen. Ich glaube, ich muss mir einen Anwalt suchen. Ich werde es einfach nicht hinnehmen, dass Emma mit ihren 10 Jahren täglich Tabletten schlucken soll. Come to me and I shall give you peace. Rieke Kurz will mit allen Mitteln verhindern, dass ihre Tochter Emma Tabletten von ihrem Mann verabreicht bekommt. Die besorgte Mutter sucht deshalb noch am gleichen Vormittag Anwältin Brigida Braun auf und hofft, Martin mit ihrer Hilfe davon abbringen zu können. Also ich hoffe wirklich sehr, dass sie da irgendwas bewirken können, aber ich muss sie echt vorwarnen. Mein Mann ist total dickköpfig. Und nachdem unsere kleine Emma heute Morgen bei der Schule freigestellt wurde und sie jetzt auch noch auf eine Sonderschule soll, beharrt er einfach felsenfest auf seine Meinung, dass Emma die Medikamente braucht. Sonderschule? Hat die Regelschule ein Sonderschulverfahren eingeleitet? Ja. Ja, Moment mal. Und welche Maßnahmen sind bis dahin unternommen worden, um das Kind an der Schule zu belassen? Also so richtig weiß ich jetzt gar nicht, was Sie damit meinen. Also das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir eben ganz oft mit der Lehrerin gesprochen haben. Und dass wir ihre Unterrichtszeiten verkürzt haben. Ja, davon rede ich nicht. Ich rede hier von einem Integrationshelfer. Noch nie davon gehört. Also ich meine, ich weiß ja noch nicht mal, was ein Integrationshelfer ist. Also Frau Kurz, ein Integrationshelfer ist eine
ganz spezielle Person, eine fachkundige Person, die einem Kind, das Hilfe braucht oder krank ist, zur Seite gestellt wird. Ja? Natürlich müssen die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, denn ich muss gestehen, diese Maßnahme ist sehr kostenintensiv. Allerdings haben Sie doch erzählt, dass bei Emma ADHS diagnostiziert wurde. So, das ist nach dem Sozialgesetzbuch eine anerkannte seelische Erkrankung, also sehe ich überhaupt keine Probleme. Also ich will diesen Integrationshelfer, aber was soll ich jetzt machen, wie gehen wir denn vor? Lassen Sie mich machen. Also ich werde auf jeden Fall erstmal versuchen, das Sonderschulverfahren vom Tisch zu bekommen. Ich werde einen Antrag auf den Integrationshelfer stellen, aber, Frau Kurz, beide Eltern müssen das unterschreiben. Denn wissen Sie, erstens müssen Sie da an einem Strang ziehen, zweitens ein Integrationshelfer ist ja auch eine Störung im Schulablauf, also auch muss die Schule hier zustimmen. Aber wenn Sie schon sagen, dass es so teuer ist, was mache ich denn, wenn die Schule da nicht mitmacht? Ich sage Ihnen eines, Frau Kurz. In Deutschland hat jedes Kind einen Anspruch auf eine angemessene Schulbildung. So. Und wenn das nur mit einem Integrationshelfer funktioniert, dann ist das eben so. Und wenn das bei Emma anerkannt wird, dass sie eben über ADHS diese Maßnahme bekommt, dann übernimmt der Sozialhilfeträger die Kosten, also die Stadt. Und wir als Eltern, müssen wir uns auch an den Kosten irgendwie beteiligen? Nein, wenn die Maßnahme genehmigt wird, dann nicht. Ach, super. Ich würde Folgendes vorschlagen, Sie überlassen mir die ärztlichen Dokumente, damit ich das alles in die Wege leiten kann. Und natürlich muss ich jetzt Ihren Mann, den Rektor und die Lehrerin ins Boot kriegen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Ja? Super, vielen, vielen Dank. Lassen Sie mich das mal machen. Auf Wiedersehen. Alles wird gut. Ihnen. Die Sorgen meiner Mandantin kann ich sehr gut verstehen und werde alles daran setzen, um ihr zu helfen. Ich werde natürlich sofort beim Jugendamt einen Antrag auf Einsetzung eines Integrationshelfers stellen, um die kleine Emma davor zu bewahren, auf eine Sonderschule versetzt zu werden. Rechtsanwältin Brigida Braun nimmt die Sorge ihrer Mandantin sehr ernst. Sie hofft, eine Einigung der Eheleute herbeiführen zu können und fährt deshalb noch am gleichen Nachmittag zu der Baustelle, auf der Martin als Maurer arbeitet. Schauen Sie, Sie haben beide das Sorgerecht für Ihre Tochter, ja? Das heißt, Sie dürfen und müssen nur gemeinsam entscheiden. Sie können nicht einfach gegen den Willen Ihrer Frau Ihre Tochter irgendwelche Medikamente verabreichen. Das ist Körperverletzung, das müssen Sie wissen. Körperverletzung? Ja. Sie wollen mir jetzt nicht ehrlich unterstellen, dass ich mein Kind quälen würde. Ich liebe meine Tochter und würde alles dafür tun, dass es ihr gut geht. Von daher. Hey, Daddy! Warum arbeitest du noch? Wir wollten also noch auf den Bolzer gehen. Du, pass auf, wie du siehst, ist hier ein ganzer Batzen liegen geblieben. Die Lehrerin heute Morgen von Emma, die hat wieder angerufen und wir mussten irgendwie wieder zur Schule, um mit ihr zu reden. Es dreht sich immer alles nun um Emma, ne? Ey, es nervt. Du, sei mir nicht böse, wir uns nah, versprochen. Herr Kurz, zurück zum Thema. Herr Kurz, ich weiß, dass Sie Ihre Tochter lieben, aber Ihre Frau doch genauso. Was halten Sie davon? Was halten Sie davon, wenn wir uns zu dritt zusammensetzen, alles in Ruhe besprechen und wirklich gemeinsam eine Lösung finden? Nur mal zu Ihrem Verständnis. Meine Frau und ich, wir reden seit Ewigkeiten darüber. Wir lesen das Internet rauf, wir lesen das Internet runter, um irgendeine Alternative zu finden. Es gibt keine. Die Alternativen, die es geben würde, dauern Ewigkeiten oder Jahre. Von daher, es gibt keine andere Möglichkeit. Sie hat das Medikament, sie kriegt das Medikament, reicht. Ja, aber schauen Sie, ich habe mich auch unterrichtet, ja? Insbesondere über das Medikament. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, natürlich gibt es Kinder, die das Medikament brauchen, gar keine Frage. Aber ich frage mich, ob Emma das braucht, jetzt. Es gibt noch Alternativen, die wir einfach durchspielen müssen, ja? Das Medikament muss ganz am Ende stehen, darum geht's. So, und jetzt lassen Sie mich raten, Sie kommen jetzt mit einer Ergotherapie. Wird Ihnen garantiert meine Frau in den Kopf gesetzt haben, aber auch das interessiert mich nicht, weil es gibt keine Ergotherapieplätze, weil auch auf diese warten wir Ewigkeiten. Ist daran irgendwas zu schwer zu verstehen? Herr Kurz, ich dachte eher an einen Integrationshelfer. Ja? Das ist eine Person, die ihre Tochter in der Schule begleitet, sie motiviert, sie unterstützt, damit wenigstens dort an dieser Front ein bisschen Ruhe einkehrt. Darum geht's. Mal ganz ehrlich, hören Sie sich eigentlich selber zu? Integrations-Heini? Was denken Sie denn, wie es meiner Tochter geht? Sie wird in der Schule gehänselt, sie wird in der Schule gemobbt, weil sie schon anders ist. Jetzt kommt sie damit zum Integrations-Heini an und dann soll alles besser werden? Mann, es hilft einfach nichts und da wird auch so ein Integrations-Heini nichts dran ändern. Hören Sie mal, wenn Sie bei Ihrer Haltung bleiben, dann wird Ihrer Frau nichts anderes übrig bleiben,
als gegen sie vor Gericht zu ziehen und ihnen dort unter Umständen Teile des Sorgerechts entziehen zu lassen. Und ich sehe, dass sie drauf und dran sind, dem Kind ein Medikament zu verabreichen. Also werde ich einen Antrag auf einstweilige Anordnung stellen gegen sie. Und da wird ihnen genau das untersagt. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber nur eins im Vorweg. Ich lasse mir nichts entziehen. Und ich tue das, was für mein Kind das Richtige ist. Sie bekommt die Tabletten. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag auch für Sie, meine Güte. Rieke hofft, dass die Anwältin ihren Mann zum Einlenken bewegen konnte. Doch am Abend kommt Martin nicht pünktlich zum Essen mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern nach Hause. Die 34-Jährige ahnt, dass ihr neuer Ärger ins Haus steht. Warum bist du denn so spät dran? Du, ich war nur noch spazieren gewesen. Dann musste ich jetzt erstmal verdauen, dass mir meine herzallerliebste Ehefrau eine Rechtsanwältin zur Arbeit geschickt hat. Also zu deiner Information, das kannst du auch gerne nochmal 20, 30 Mal wiederholen. Das ist meine Meinung nicht immer. Lass uns das nicht vor den Kindern besprechen. Wir machen das später. Ja. Euch zu Salat? Kann ich aufstehen, ich habe eh keinen Hunger. Du hast überhaupt noch nichts gegessen, Schatz. Ja, ich will halt einfach nicht. Mann, was ist denn mit dir los? Du bist schon seit Tagen so mies drauf. Ja, soll ich dir sagen, was du... Ich bin nicht mies drauf, denn heute ist der coolste Tag überhaupt. Ich wurde gefragt und nicht du. Mein Vater will schon seit 2 Wochen mit mir auf den Bolzer kicken gehen. Und was passiert? Nichts. Nein, Junge, du siehst doch hier selber, wie es momentan läuft. Tut mir leid, aber ich verspreche dir, nächste Woche ändert sich das. Ich kann ab sofort zu Hause bleiben und muss nicht mehr in die ätzende Schule. Ist das nicht cool? Fräulein, nur zu deiner Information. Gewöhn dich nicht dran, ab nächste Woche gehst du wieder zur Schule. Nein, ich gehe da nie wieder hin. Gehst du denn jetzt? Mich interessiert das sowieso nicht. Das ist so langweilig, da schläft man ja fast ein. Du nimmst jetzt die Tabletten und dann ist gut. Du lässt das sein. Die Anwältin hat gesagt, du darfst dir nicht einfach die Medikamente geben. Ja, nein, aber hier muss da irgendwann mal Ruhe einkehren, Mann. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Es tut mir leid. Mann, immer bin ich dran schuld. Ich kann nicht mehr. Ich dreh hier echt bald durch, ey. Klappt wunderbar so mit so einer Tablette, oder? Jetzt fang du auch noch an. Ich das hier echt, ey. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht einfach meine Tochter Emma mit Tabletten ruhig stellen, nur damit unsere Familie funktioniert. Am späten Abend gibt sich Martin einen Ruck und versucht, den Streit mit seiner Frau beizulegen. Dem Familienvater setzt es sehr zu, dass Rieke sogar mit Hilfe einer Anwältin gegen die Gabe von Tabletten vorgeht. Schatz, könnten wir bitte noch mal miteinander reden? Martin, jetzt willst du reden, oder was? Ja, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Und auch wenn ich die Aktion mit deiner Anwältin total scheiße fand. Aber Mann, wir sind nur noch am Streiten und ich will das nicht mehr. Das geht mir voll an die Nieren. Ach, Martin. Mir geht es doch damit auch nicht gut. Ich kann seit Tagen nicht schlafen, weil ich nicht weiß, wo das zwischen uns endet. Dann lass uns nicht mehr streiten und wieder vertragen, okay? Okay. Du, ganz ehrlich, wir brauchen auch gar keine Anwälte. Nee. Wenn Emma die Tabletten nimmt, dann geht's uns allen wieder besser. Und Emma ganz besonders. Mann, sie leidet auch meist darunter. Weißt du, Martin, wenn du endlich mal akzeptieren würdest, dass Emma diese Tabletten nicht braucht, ja, genau, dann bräuchten wir beide keinen Anwalt. Mann, immer dieselbe Leier. Ich kann es echt nicht mehr hören. Kannst du dich mal bitte in die Lage von unserer Tochter versetzen? Stell dir vor, sie geht zur Schule mit so einem komischen Heini an ihrer Seite, der vielleicht auch ein Händchen hält während des Unterrichts. Mann, sie wird doch in der Schule sowieso permanent gehänselt und von ihren Mitschülern nur noch für bekloppt gehalten. Weißt du was, mir reicht es jetzt einfach. Ich gehe zu meiner Anwältin und werde durchsetzen, dass du ihr die Tabletten nicht geben wirst, Martin. Ja, komm, mir reicht's auch. Ich hab die Schnauze voll. Ich werde mir auch einen Anwalt nehmen und vor Gericht ziehen und durchsetzen, dass die Kleine die Tabletten nimmt. Die Nacht kannst du das Bett für dich alleine haben. Ich schlafe auf der Couch. Rieke Kurz streitet seit mittlerweile 3 Monaten intensiv mit ihrem Mann Martin. Tochter Emma soll an ADHS leiden und auf eine Sonderschule versetzt werden. 15 Jahre Ehe stehen auf dem Spiel, denn Martin will Emma gegen den Willen seiner Frau Medikamente verabreichen. Anwältin Brigida Braun setzt alles daran, das zu verhindern. Mein Mann, der will den Antrag für diese Integrationshilfe nicht unterschreiben. Er beharrt stur auf seine Meinung, Emma die Tabletten zu geben. Das Schlimmste, er will sich jetzt auch noch einen Anwalt nehmen. Ich habe so Angst, dass unsere gesamte Familie daran zerbricht. Ich möchte doch einfach nur, dass es Emma gut geht.
Ich kann Sie sehr gut verstehen, aber Frau Kurz, ich habe Ihnen ja schon gestern gesagt, Ihr Ehemann darf ohne Ihr Einverständnis dem Kind kein Medikament geben. So, ich habe mit ihm gestern gesprochen, ich kenne seine Haltung und seine Sturheit. Deswegen habe ich ja einen Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt. Hier habe ich den. Das ist die einstweilige Verfügung selbst, die ihm jede Medikamentengabe gegen ihren Willen untersagt. So, das ist erledigt. Was den Anwalt anbelangt, Frau Kurz, Hand aufs Herz, das ist ein gutes Recht. Damit haben wir doch noch nicht verloren. Ja, das nicht, aber ich habe total Angst, bei der ganzen Sache meinen Ehemann zu verlieren. Ja, das kann ich natürlich gut verstehen. Und trotzdem, Frau Kurz, Sie sind im Recht. Und ich stehe Ihnen bei und ich bin auch ganz und gar auf Ihrer Seite. Die Anwältin möchte sich selbst ein Bild von Emma machen. Ihre Assistentin hat sich während der Beratung um das wissbegierige Mädchen gekümmert. Und wie oft kann man die Schule schwänzen, ohne Ärger zu bekommen? Am besten man schwänzt gar nicht. Man sollte zur Schule gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dankeschön. Hallo, meine liebe Emma. Ich bin die Rechtsanwältin Braun. Ich bin die Rechtsanwältin deiner Mami. Ich höre gerade, du interessierst dich für rechtliche Fragen. Ja, ich will später auch Anwältin werden. Das ist ein echt cooler Beruf. Stimmt. Haben Sie schon echte Verbrecher kennengelernt? Das gehört dazu, ja. Und was macht Ihnen am meisten Spaß? Weißt du, ich arbeite gerne mit Menschen, aber besonders freut es mich, wenn ich Menschen helfen kann, die in schwierigen Situationen stecken. Cool, das will ich auch. Ich will auch anderen Menschen helfen, die in schwierigen Situationen stecken. Ich weiß nämlich voll gut, wie das ist. Das passiert mir nämlich andauernd. Wie denn das? Erzähl mal. Naja, ich möchte in der Schule wirklich aufpassen. Aber irgendwann kann ich einfach nicht mehr zuhören. Und dann muss ich was anderes machen. Und dann meckert mich meine Lehrerin immer an. Oh weia. Gehst du eigentlich gern zur Schule, so im Allgemeinen? Nein, also in der Kita wollte ich schon unbedingt hin. Aber jetzt ist die Schule total langweilig. Hm. Schatz, wir müssen los, sonst kommt Mama auch noch zu spät zur Arbeit. Ja, meine Liebe, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dich kennenzulernen. Ja? Du bist ein feines Mädchen. Wiedersehen. Und ich unterrichte Sie über mein Gespräch heute. Ja? Ich halte Sie auf dem Laufenden. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich war gerade schon ein wenig überrascht, wie konzentriert und ruhig Emma hier gesprochen hat. Also, das ist überhaupt gar nicht typisch für ein ADHS-Kind. Ich werde mal mit Ihrem Rektor und mit Ihrer Lehrerin darüber sprechen, ob Sie das auch schon beobachtet haben. Am Nachmittag hat Brigida Braun kurzfristig einen Termin mit Emmas Klassenlehrerin und dem Rektor der Grundschule vereinbaren können. Sabine Lohse und André Löhrs haben Emmas Entwicklung in den letzten 2 Jahren genau verfolgt und erwarten die Anwältin bereits. Ja, ich komme hier in der Frage eines Integrationshelfers für die kleine Emma. Mhm. Und ich hoffe, dass wir vielleicht eine gemeinsame, gute Lösung finden können. Frau Braun, auch wenn wir der Frau Familie Kurz wirklich helfen wollen, ich halte den Einsatz eines Integrationshelfers für nicht mehr angebracht. Wir haben so viele Möglichkeiten ausprobiert. Nichts hat bei Emma funktioniert. Im Gegenteil, wir müssen feststellen, dass es immer schlimmer wird. Sie stört immer den Unterricht. Permanent lenkt sie die anderen Schüler vom Lernen ab und das geht so nicht. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe vorhin eine ganz andere Emma erlebt. Ich habe ein konzentriertes, interessiertes, neugieriges, ganz frisches Mädchen erlebt. Haben Sie das nicht auch schon bei ihr beobachtet? Ich weiß überhaupt nicht, worauf Sie eigentlich hinaus wollen. Emma ist seit 3 Jahren in meiner Klasse und ich kenne die Kleine in- und auswendig. Und Fakt ist, sie hat ADHS. Ja, aber Frau Lohse, vielleicht hat das Mädchen auch eine andere Seite. Und gerade deswegen wäre ein Integrationshelfer gut, um das herauszufinden. Ich glaube nicht, dass Sie mir meinen Job erklären müssen. Soweit ich weiß, sind Sie Juristin und keine Pädagogin. Emma wurde bereits mehrfach untersucht, was Ihnen eigentlich bekannt sein müsste. Kurzum, Emma braucht Lehrkräfte mit viel mehr Zeit, die sich ihrem Problem in Ruhe widmen können. Und deswegen werden wir Emma auf eine Sonderschule versetzen lassen. Also ich kann Sie wirklich nur ganz herzlich bitten, Herr Löhrs, Frau Lohse, bitte nehmen Sie Ihren Antrag auf Versetzung Emmas an eine Sonderschule zurück. Und tun Sie das nicht freiwillig, werde ich das gerichtlich durchsetzen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Denn ich habe in der Sache sehr, sehr gute Erfolgsaussichten. Ich sehe ganz einfach, dass Sie noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um dieses Kind weiterhin auf einer Regelschule zu belassen. Ja?
Also ich bitte Sie, denken Sie darüber nach, Herr Lörs. Ja? Wir tun, auf Wiedersehen. Ja, ich habe schon befürchtet, dass die Schule sich querstellt. Doch das letzte Wort ist in der Sache noch lange nicht gesprochen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Emma zu helfen. Zwei Tage später findet die erste gerichtliche Anhörung statt. Während Brigida Braun für die Interessen ihrer Mandantin kämpft, hat auch Martin einen Anwalt eingeschaltet. Die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes, Emmas Klassenlehrerin und ihr Rektor wurden ebenfalls eingeladen. Ja, also ich kann mich Frau Rechtsanwältin Braun nur anschließen und befürworte einen Integrationshelfer, weil wir damit einfach gute Erfahrungen gemacht haben. Ich habe mir die gesamte Sache noch einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen und ich denke, dass die Verabreichung von Medikamenten vorerst nicht stattfinden sollte. Ich selbst habe in meinem Bekanntenkreis ein Kind, das auch an ADHS leidet und hier wird ohne Medikamente gearbeitet und sie kommt auch mit der Ergotherapie sehr gut voran. Sie glauben wirklich, dass das was bringt? Ich meine ganz ehrlich, ich sehe immer jeden Tag in der Schule und ich sehe doch, dass sie im Unterricht einfach nicht mitkommt. Frau Kollegin Hose, lassen Sie uns die Sache versuchen. Wir sollten immer noch eine Chance geben. Meine Meinung zählt doch hier eh nichts. Okay, dann soll sie noch eine zweite Chance bekommen. Meine Damen und Herren, das ist ja alles wirklich schön und gut. Ich möchte betonen, dass mein Mandant von einem Integrationshelfer gar nicht überzeugt ist. Wir werden diesen Antrag auch nicht unterschreiben, Frau Vorsitzende. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass Emma Medikamente nehmen sollte. Mann, Martin, warum sträubst du dich denn so dagegen? Du hast doch eben gehört, dass Emma auf der Schule bleiben kann. Lass es uns doch einfach probieren. Wenn alle für diesen Integrationshelfer sind, dann können die doch mit ihrer Meinung nicht so falsch liegen. Ja. Bitte, lass es uns doch wenigstens versuchen. Sag mal, du, die Kleine ist doch so schon völlig durch den Wind. Ihr geht's ja überhaupt gar nicht mehr gut. Und bist du ernsthafter Meinung, dass wenn da so ein Integrationshelfer an ihrer Seite sitzt und Händchen hält, dass damit das Problem behoben ist? Aber das ist doch nicht nur der Helfer. Wir beginnen doch auch begleitend die Ergotherapie. Also Herr Kurz, jetzt überlegen Sie doch mal. Jetzt haben Sie so lange gewartet mit dem Medikament für die Emma, dass es jetzt auf ein paar Wochen mehr oder weniger jetzt auch nicht mehr drauf ankommt. Ein Versuch ist es doch wert. Und wenn alle Stricke reißen, können Sie Ihrer Tochter immer noch das Medikament geben. Das ist doch nicht ausgeschlossen. Bitte Martin, lass uns doch einfach versuchen. Ja, es ist okay, denn... Aber du, wenn es mit diesem Integrationsheini da nicht klappt, dann bekommt sie die Medikamente. Ist das versprochen? Okay, also ich verspreche dir, wenn wir alles, wirklich alles probiert haben und nichts davon funktioniert, dann bin ich auch dafür und wir fangen mit den Tabletten an. Ja, ist okay. Wenn wir einen Ergotherapieplatz bekommen, dann probieren wir auch das. Oh, du bist der Beste. Danke, Schatz. Ich bin erleichtert, dass sie kurz eingelenkt hat. Ich freue mich für das Ehepaar Kurz, dass es sich auch wieder angenähert hat. Der Einsatz eines Integrationshelfers ist ja ein sehr, sehr wichtiger Schritt und ich hoffe von Herzen, dass er Kurz bei seiner Auffassung und bei seiner Meinung bleibt.